Du hast recht, ich will dir wirklich vertrauen. Sie musste dich abschätzen von oben bis unten. But if we're to help each other, there is one thing I want from you in return for the floating hangman. That cockrot Ferrante needs to go. Hang him, gut him, I don't care. But get rid of him. Alright? Aber wenn wir einander helfen sollen, gibt es eine Sache, die ich von dir will, als Gegenleistung für den fliegenden Henker. Dieser verfaulte Kraftwort Ferrante muss verschwinden. Knüpf ihn auf, reiß ihm die heraus, ist mir völlig egal. Hauptsache, du wirst ihn endgültig los, okay? Eldis. Ich werde mich darum kümmern, dass es erledigt wird. Gibt es auch eine Option ohne Gewalt? Unless Ferrante could be shown to be a traitor to the Principi. Ich sehe keine Möglichkeit, das zu erreichen. Es sei denn, wir könnten nachweisen, dass Ferrante den Verrat an den Principi gegangen hat. Nachdenklich legt sich Eldis über die Zähne. Ich werde nach Stauholz ziehen und die Führung der Principi übernehmen, sobald Ferrante sein verdientes schlechtes Ende gefunden hat. Ferrante aus dem Spiel nehmen, ja. Eldis ist bereit, mit mir zusammenzuarbeiten, um die fliegenden Henker zu kontrollieren. Zuerst muss ich Ferrante loswerden. Der Kämpfer führt die Principi von seinem vor dem Freudenfeuerleuchtturm in Stauholz an. Jo. Ja, ganz ehrlich, Ferrante ist das größere Übel gegenüber Eldis. Ich glaube, die Principi sind für Hargrim jetzt die beste Wahl gerade. Weil ich weiß nicht, was das für eine Verkettung ist. Balianer wollen die Todesfallgesellschaft ausschalten. Die Todesfallgesellschaft will die Wana ausschalten. Wenn die Wana jetzt auch noch die Balianer ausschalten wollen, dann läuft sich das im Kreis. Die Principi sind da eher so die leicht neutrale Fraktion in dem ganzen Spiel. You must gather your... Okay, das heißt, Karte. Stauholz ist hier. Gut, wir kommen noch vor dem Sturm. Hey, wieder neue Ratun-Schiffe. Ja, und hier oben. Kopas Reißzahn ist hier. Ah ja, gut, wir sind hier angekommen. Auf in den Freudenfeuerleuchtturm. Ich frage mich gerade immer noch, ob wir nicht Ferrante mit der Sklavereigeschichte bloßstellen können. Did you meet with Aldis at Deadlight? And more importantly, is she still breathing? Hast du dich bei Todesweg mit Aldis getroffen und viel wichtiger atmet sie you noch? Know what I'm hoping for. Du weißt, was ich mir erhoffe. Ich habe mir meine Loyalität neu überlegt. Für mich? Er lächelt äußerst amüsiert. To tell me, to my face, that you will now be backing my political foes. I cannot decide if that makes you brave or unbelievably foolish, my disloyal Casita. Und du bist gekommen, um mir ins Gesicht zu sagen, dass du jetzt meine politischen Feinde unterstützt. Ich weiß nicht, ob das Modi oder unglaublich dumm macht, mein untreuer Casita. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Okay, alle hassen mich hier. Hm.
Hätte ich mit jemand anderem reden sollen? Hätte ich was anderes sagen sollen? Nee. Mit wem könnte ich denn hier noch reden? Da steht nur Forante. Der andere Typ steht hier nicht mehr herum, hä? Oh ja, ich könnte Forante bestehlen. Wenn er irgendwas hat, was ihn belastet. Wie zum Beispiel ein Brief von Direktor Castor. Das ist ein Questgegenstand, oder? Ja. Dieser zurangereichte Brief ist mit mehreren Schleifen eng zusammengebunden und mit mehr Singeln und Stempeln übersät als nötig erscheint. Was noch schlimmer ist, die Worte sind eng und geschnellt geschrieben, was es schwieriger macht, sie zu entziffern. Mestre Forante, ich bin nicht an den Einzelheiten ihrer Abmachung mit Mestre Kua, soweit dies tatsächlich der Name dieser Kreatur ist, interessiert. Weiterhin weder ich keinen von uns dadurch beleidigen, Interesse an ihren Darstellungen zu heucheln. Verfahren Sie mit der Ladung nach Belieben. Sie haben Geschäftssinn bewiesen, aber sofern ich Ihnen sogar jetzt von Verschwendung abraten muss, dass es Ihnen nicht mehr zu dann ist Ihnen nicht mehr zu helfen. Wir befinden uns nun in einer Lage, in der wir uns gegenseitig vertrauen müssen. Ich gehe davon aus, dass Sie Verständnis dafür haben, dass unsere Absprache nur so lange Bestand hat, als sie der Gesellschaft, die ich vertrete, von Nutzen ist. Genauso wie ich darauf vertraue, dass Sie verstehen, dass sobald dies nicht mehr der Fall sein wird, ich den Ärger erspare, nach Ihren Ausreden und Entschuldigung zu fragen. Ich werde Ihren Namen vergessen, Mestre, und die Freibeuter der Gesellschaft werden Ihnen und Ihre Mannschaft nicht mehr Gnade erweisen, als jedem anderen schädlichen Gesetzlosen auch. Lassen Sie uns nunmehr auf Grundlage dieser Übereinkunft als Freunde kooperieren. Anbein einem Passierschein sollten Sie einen benötigen. Sie erwähnen erneut die Hoffnung, dass Sie sich eines Tages unter zivilisierten Umständen wieder uns anschließen mögen. Hochachtungsvoll, Ignato Castol. So, mit wem kann ich jetzt das Ding geben, um ihn zu konfrontieren? Weil es ploppt nur Forante auf. Leave it to the new bloods to betray each other. Did you meet with Aldis? You know what I'm hoping for. Du weißt, was ich mir hoffe. Du arbeitest mit der Valianischen Handelsgesellschaft zusammen. I do have connections all over, including with the Valian Trading Company. In der Tat, ich habe überall Verbindungen, darunter auch mit der Valianischen Handelsgesellschaft. Why should that be a problem? Warum sollte das ein Problem sein? Er sieht ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Es wäre kein Problem, wenn du ihm nicht helfen würdest, Sklaven zu verkaufen. Die diversen Mannschaften, die den Rat umgeben, murmeln unter sich. Du beschuldigst Forante eines schwerwiegenden Verbrechens. You have no proof, yet you seek to discredit me. Lügen, du hast keine Beweise, dennoch willst du mich diskreditieren. Der Kapitän donnert und raucht vor Wut. Er greift nach der Pistole an seinem Brusthalter, zieht sie aber nicht. Auch wenn man ihm ansieht, dass er dir am liebsten den Kopf wegpusten möchte, zögert er vor dem Rat zu tun. Forante hat den Sklavenhandel im Kumpfsporn geholfen, um die Gunst von Direktor Castor zu gewinnen. Do you really think the Consuelo will entertain the lies of an outsider trying to strike discord within my fleet? Glaubst du wirklich, der Consulago befasst sich mit den Lügen eines Fremden, der Zwietracht innerhalb meiner Flotte sehen will? Der Kapitän spottet. I think the Consuelo will consider the evidence presented. Even seat holders are not above the rules of the Consuelo, Forante. Ich denke, das Consulago wird die vorgelegten Beweise näher ansehen. Einen Sitz im Consulago zu haben, bedeutet nicht, über die in Regeln zu stehen, Forante. Das weißt du genau. Eine Kapitänin mit einem schiefen, mit goldenen Federn verzierten Hut stimmt die Hände in ihre Hüften. Das Sonett, das in ihrem Hals funkelt, ist riesig, wie zwei Münzen, die zusammengeschmolzen wurden. In Castors Brief zeigen, hier ist der Beweis. Chiara kommt hierbei und schnappt sich den Brief. In Eile, das Beweisstück zu lesen, zerknüllt sie das Papier leicht. Is this true, Forante? Ist das wahr, Forante? Verus?
Of course it is untrue. Die Verus, natürlich ist es nicht wahr. Forante tut mit wütendem Gesichtsausdruck. I am sad to say, it does not appear to be a forgery. Ich muss leider sagen, dass es keine Fälschung zu sein scheint. Chiara untersucht den Brief mit einer winzigen Lupe. Sie schüttelt traurig den Kopf. Petty rivalries threaten us all. It is clear your accusations against Captain Aldis are not only unfounded, but falsely crafted. Treachery will not be tolerated. Deine kleinlichen Streitereien sind eine Bedrohung für uns alle. Es ist klar, dass deine Vorwürfe gegen Kapitänin Aldis nicht nur unbegründet sind, sondern auch fingiert und unwahr. Verrat wird nicht geduldet. How dare you, you feckless traitors! Who will lead you imbeciles in my stead, eh? You'll all be dead, hunted to nothing by mere merchants before all is done. Wie könnt ihr es wagen, ihr nichtsnutzigen Verräter? Wer soll euch Schwachköpfe denn an meiner Stelle anführen? Ihr werdet alle sterben, von bloßen Händlern gejagt und ausgerottet. Der Kapitän brüllt wütend und greift vergeblich nach seiner Pistole, bevor er von den Wachen der Kammer umzingelt und entwaffnet wird. Ein Mitglied des Consulago zu hängen ist eine unglückliche Angelegenheit. Oh, Spiel pausiert. Achso, wir haben gerade wieder Ladezeit. Oh, sie machen es schnell. Forante, einer der einst mächtigsten Piraten im Todesfall, stolpert nun vorwärts. Er wird von einer Wache gestoßen, deren Speerspitze im Blut getränkt ist. Die Schulter des Kapitäns sacken herab. Eine raue Schlinge ist um seinen Hals geknüpft, als er zögerlich eine lange Planke entlang schreitet, die über die Kante des Dachs hinausragt. In den weit darunterliegenden Straßen von Stahlholz hat sich eine Menge versammelt, um der Hinrichtung beizuwohnen. Eine Kakophonie von Spott und Jubelrufen ertönt, als Forante zu sehen ist. Forante zittert, als die Planke unter seinem Stiefel wackelt und stürzt fast auf halbem Weg seitlich nach unten. Er hält an, bevor er das Ende erreicht, und wirft einen Blick über seine Schulter auf Eldis. Die Kapitäne stehen aufrecht, unbeugsam in ihrer Entscheidung. Dann beregelt er deinen Blick, die Worte taumeln auf seinen Lippen, aber bevor er eine vollständige Bitte ausbrechen kann, stampft der Wächter kräftig auf die Planke und Forante donnert über die Kante. Der Kapitän fällt, ein Schrei entfährt seiner Brust, dann hat das Seil kein Spiel mehr und der Ton verklingt, es ist still. Auch nicht gerade schön, aber Forante loszuwerden war, glaube ich, eine gute Idee. So, das heißt zurück. Zu Eldis. So, Ehre unter dem. Ich habe mich auf meine Weise um Forante gekümmert. Der alte Anführer des Konzils hat keinen Einfluss mehr auf die Prinzipi. Sobald ich in die Situation schildere, wird Aedis die Führung übernehmen. Mhm. So, über das Meer verlassen. So, und wieder nach Todeslicht segeln. Bitte nicht in den Sturm rein, das wäre sehr schick. Ja, gut, wir segeln am Sturm vorbei. Und ich würde auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir schon an dieser Stelle sind, speichern wir jetzt hier.
einmal richtig. Das wäre LP079 mittlerweile. 079. Speichern. Da machen wir jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.